Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich heute zu unserem Webcast zum Thema Business Optimierung mit Microsoft Windows Azure. Ist Cloud Computing der Schlüssel zum Erfolg? Wie ist Ihr Eindruck vom Markt? Sie haben den Markt beobachtet. Eigentlich geht es darum, auch, dass die Cloud-Proposition relativ klar ist, aber wie man genau diese Effizienzgewinne macht, die Kosteneinsparungen, wie man die Hürden überwindet und wie man natürlich dann auch konkret das Geschäft verbessert. Auch dafür, wie gesagt, ich hatte schon angesprochen, hören wir von Herrn Mayer nachher ein sehr schönes Beispiel. Die Windows Azure Plattform ist ganz klar als Plattform as a Service positioniert. Das heißt, Sie beziehen diese skizzierten Dienste, können also Ihre Anwendung, die diese Dienste konsumieren, müssen sich nicht mit der Infrastruktur dahinter auseinandersetzen, sind quasi unabhängig davon. Und Sie haben natürlich einen Vorteil im Blick auf Time to Market, Kostenstruktur, dass auch die Administration enthalten ist. Die Erzeugung einer neuen Instanz von dieser Applikation ist sehr einfach, geht sehr schnell. Geht viel schneller, als wenn ich mir einen Server vorhalten muss, einen Server anmieten muss. Ich muss den Server installieren, ich muss ihn hinterher betreuen. Das waren enorme Vorteile, die wir hier gesehen haben, die auch im Prinzip für uns in der TCO-Analyse auch Kostenvorteile bringen.